Läuft die Aufnahme? Ja, die läuft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, was ich fast nicht aufnehmen konnte. Und zwar, auf der Festplatte, wo ich jetzt gerade Minecraft aufnehme, nehme ich auch parallel das Let's Play Alan Wake auf. Just in diesem Moment. So. Und wir können wieder runter. Und das Let's Play, sagen wir mal, bin ich eigentlich schon fertig, oder? Sieht zwar gut aus, aber nö, fertig bin ich noch lange nicht. Ich kann wieder nach oben laufen. Ne, ich habe Alan Wake aufgenommen und fast durchgespielt. Und mitten in der Aufnahme bricht, oder mitten im Spiel, in einer Folge bricht mir die Aufnahme ab. Gut, es waren schon 14 Minuten oder 12, also passend zum Ende eigentlich. Und ich wollte auch schon die eigentlich knapp beenden. Nur eigentlich wollte ich durchziehen und ist mir die Festplatte vollgelaufen. Da hatte ich hier erstmal Probleme und kriegen überhaupt Platz, weil ich ja halt keinen Platz habe zum Navigieren und so. Das waren nur 900 MB, die frei waren. Das war super. Ja, jetzt darf ich noch eine Folge nachklatschen. Und ich dachte, ich wäre fertig damit. Nur leider sollte es nicht so sein. Gut, also wir sind noch dabei, hier die Sache mit den Schiss zu machen. Also mit dem, mit der Geschichte des Spawners. Jetzt muss ich hier wieder ganz den Weg zur Seite. Zack, zack, und zack, und zack, 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 und zack, zack, und nochmal zack. Hallo, ich brauche noch nicht nach oben. Bin ich schon neben der Spur. Potenziell scheiße, was ich gemacht habe, okay. Ihr seht die Fackeln da oben, ne, die müssen alle noch weg. Na gut, ich könnte einen Wasserfall setzen. Und die so alle nach unten schieben. Das könnte ich machen. So. Hey, wir sind ja auch fast durch hier. Cool. So. War schon sehr, sehr geil, was wir hier alles schaffen. Jetzt bin ich schon wieder müde. Heute den ganzen Tag gearbeitet, wird man immer müde. Alter, das ist echt der Wahnsinn, was ich alles stemme. Ich bin arbeitstätig, habe einen Vollzeitjob, ne? Und, oder Beschäftigung, das klingt immer so negativ. Ich sage, ich habe eine Arbeitsstelle, so klingt es besser. Und das sind 8 Stunden täglich. Ich nicht hier bin, sag ich mal. Und ich stemme 5 Let's Plays. Jetzt fragen sich einige, wie geht denn das? Ich schaffe ja noch nicht mal 3 parallel. Werden sich wahrscheinlich einige von euch denken. Doch, das geht. So. Nummer 1, ich nehme die Folgen voraus auf. Und das ist nicht nur eine, sondern das sind meistens immer so 4 am Stück. Weil Let's Plays, die alle 2 Tage laufen, wie Minecraft zum Beispiel, ist das relativ easy. Das wechselt sich dann ab, dann sind es 3 in der Woche oder 4 in der Woche. Ist also relativ einfach, das wechselt sich mit jede Woche ab. So. Und zumal, gehe ich kaum raus, weil der gesamte, weil ich sowieso überhaupt keine Lust habe, irgendwo hinzugehen. Ich bin kein Party-Mensch. Das bin und werde ich nie sein. Ich hasse Partys. Ich hasse,
Ich hasse Menschenansammlung. Das habe ich schon dann. Habe ich in diesem Let's Play sogar mal erwähnt irgendwann. Dass ich es sehr, sehr unangenehm finde. Irgendwo in Menschenmengen zu sein. Oder in Feier. Ich bin kein Feiermensch. Ich bin sehr pessimistisch, was das angeht. So, genau hier. Hier muss einfach nur eine Decke dicht. Dicke dicht, dicke dicht, dicke dicht, dicke dicht. So. Mann, die ist einfach zu hell, die Fackel. So. Ja, also habe ich viel Zeit. Also meine Freizeit, die beschäftige ich mich hauptsächlich fast schon mit Let's Plays. Ich, bei der Menge komme ich schon fast nicht mehr mit meinen anderen Projekten oder ich sag mal mit meinen anderen Sachen wie Musikproduktion oder so, die kommt auch nicht mehr so hinterher. Wobei ich die tatsächlich aber auch noch regelmäßig mache und das auch relativ zügig. Ich habe so ein Projekt angefangen, da fällt mir gar nichts ein, was ich da machen muss. So. Und ja, das dann halt die Let's Plays. Die viele von den Let's Plays gehen ja alle zwei Tage. Zum Beispiel eines, das drehe ich gerade nicht, das ist Factorio. Das kann ich nicht drehen, weil mein Kumpel in Äthiopien ist. Ich hoffe, ich darf das sagen. Ich denke mal ja. Das ist schon ganz cool. Ne, und jedenfalls sind also mit Minecraft sind es schon mal zwei Let's Plays, die alle zwei Tage kommen. Und der Rest ist so ziemlich täglich. Das Schwierigste, glaube ich, täglich zu halten und zu überhaupt, ich sag mal, vor euch ansprechen zu halten, ist Skyrim. Das wollt ihr nicht, will man nicht glauben, aber Skyrim ist im Moment ziemlich anspruchsvoll. Wir haben so ziemlich die meisten Quests abgeschlossen. Mir geht da praktisch die Luft aus. Und ich sag mal, ohne Quests stirbt das Let's Play. Weil dann gibt's nichts mehr zu tun. Was soll man denn da noch machen, wenn man das Spiel durch hat? Ja, so gesehen, ich habe da ein paar Sachen noch laufen, also ein paar Quests laufen da noch. Ich denke mal, ich werde da noch gucken, aber an sich wird es wahrscheinlich bald auf Oblivion zusteigen. Und ich sag mal, wenn Oblivion losgeht, wird Skyrim eingestellt. Ich will auf jeden Fall die 1000 bei Skyrim knacken. Das mache ich aber nicht mit einem neuen Charakter. Es wurde schon einen neuen Charakter gewünscht. Ein Assassine soll ich machen. Denke ich, glaube ich. Wurde mir jedenfalls gesagt. Aber näher bin ich da noch nicht drauf eingegangen. Ich denke mal, ich werde das. Bei Oblivion weiß ich ganz genau, was ich mache. Ich werde da. Das Spiel ist ziemlich schwer zu handeln. Weil das nämlich vom Overlay ziemlich ineffizient ist. Und unübersichtlich. Zumindest konnte ich mich da nicht reinfuchsen. Deswegen werde ich dort nur die Hauptquest verfolgen. Größtenteils. Da müsste es eigentlich auch eine Hauptquest geben. Das heißt, ich werde mit Oblivion eigentlich nicht so weit. Kommen wie Skyrim. Also 600 Folgen, ich glaube nicht, dass wir so weit kommen mit dem Spiel. By the way, was ist das eigentlich für eine Folge hier? Ach schön. Herzlich willkommen zur neuen Staffel. Zur fünften Staffel von Let's Play Minecraft. Habe ich ganz vergessen, ey. Wir spielen schon 10 Minuten und ganz vergessen, super. Und ich palaber hier wieder ganz normal. Ja, da könnt ihr sehen, das ist Vorbereitung pur. Ja, weiß ich ganz genau, was ich mache. Halbe Stunde, ja, ne? Halbe Stunde Minecraft heute. Einfach nur, weil du es bist. Weil ich es mir wert bin. So. Zack, 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 zack. Ja, das war schon zu viel. Ne, also ich kann tatsächlich diese Masse an Let's Plays stemmen, das ist der Wahnsinn. Huch. Dazu kommt natürlich bei Alan Wake das hauptsächliche Problem.
dass ich da immer wieder nachkorrigieren muss, weil das Spiel von GEMA-Musik wimmelt. Ich hatte gerade zum Beispiel was hochgeladen, damit ich überhaupt mein Mikrofon jetzt aufnehmen kann. Hatte ich gerade was hochgeladen und konnte von Glück reden und sagen, da war nichts. Also die komplette Session ging komplett durch. Das finde ich besonders gut. Spart mir nämlich Zeit und Arbeit. Sonst muss ich mir Backdope Premiere aufmachen. Und das Programm, was überhaupt nichts kann, meiner Meinung nach. Und warum es so teuer ist, pff. Jeder Programmierer könnte ein besseres Videoschnittprogramm programmieren als die. Zumindest was der Kompatibilität zwischen anderen Dateien angeht. Ich nutze das Programm eigentlich nur, weil es halt keine andere Möglichkeit gibt irgendwie. So, welche Let's Plays noch laufen? ESO. Ja, da gibt's Stoff. Da gibt's nur Stoff. Also da werde ich noch. Bin jetzt gerade bei 300 irgendwas. 360, glaube ich. Da haben wir die Hälfte. Ich überlege gerade. Also parallel gesehen werde ich dort auch relativ früh aussteigen können. Naja, gut. Ich frage mich natürlich jetzt auch, was passiert, wenn ich die Let's Plays Skyrim und Elder Scrolls Online, wenn die nicht mehr laufen. Der Tag wird kommen, das ist nur eine Frage der Zeit. Schauen mir dann immer noch alle zu? Oder verschwinden dann alle wieder? Weil da ja nichts mehr Neues gibt. TES6, also die Elder Scrolls 6 werde ich mir garantiert holen. Das steht schon mal fest. Weil ich das einfach geil finde, wie die Geschichten machen. Und alles, was jetzt kommt, ist sowieso in derselben Grafiklinie wie Skyrim. Vielleicht sogar gleich. Und dann werde ich es natürlich frisch anzocken. Und das wird richtig geil. Aber dann wird wahrscheinlich Skyrim nicht mehr laufen. Na und da frage ich mich echt. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dann keiner mehr das schauen wird. Also die Spiele, die ich so oder so machen will, die kommen. Also ich habe ja noch eine ganze Menge Palette an Spielen. Ich habe Spore geht weiter. Das wird ein halbes Endlos-Ding. Wird aber irgendwann auch die Luft verlieren. Weil es einfach zu... Ja, an einer Stelle ist es dann zu Ende. Aber ich werde da viel machen noch. Ja, und... Ja, dann gibt es einfach nur noch Haupt-Let's Plays, würde ich sagen. Mal gucken, vielleicht... Habt ihr ja Vorschläge, was man dann machen könnte. Es gibt ja viele Endlos-Projekte, die man machen kann als Ersatz. Ich könnte Sachen wie, also es gibt ja das Spiel wie The Forest oder andere Sachen, die Sandkastenmodus beinhalten, die sehr leicht unendlich gehen können. Da könnte ich ein paar Sachen machen. Aber ist die Frage, ist es das wert? Ich glaube eher nicht. Also ich werde mich auf jeden Fall dann später auf die Haupt-Let's Plays konzentrieren. Dass ich die mal über die Bühne kriege. Wir haben noch die großen Neverwinter Nights rein. Da fehlt dann noch die zweite Reihe, da werden wir auch noch lange mit zu tun haben. Dann habe ich noch... Was habe ich denn noch eigentlich? Dead Space habe ich als Spiel. Aber da ich ein Horror... da ich ein Horrorschisser bin, schaue mir die lieber an. Ich spiele sie nicht. Gut. Alan Wake ist jetzt eine andere Ausnahme, aber da habe ich keine Angst.
Aber ich bin echt gespannt, was da kommen wird. Wir können ja mal in die Kommentare schreiben, welche Let's Plays... Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, welche Let's Plays du siehst. Könnte ich ja ruhig mit dich ansprechen. Das ist auch viel persönlicher. Och, du heilige Scheiße. Wie soll ich denn das alles aufbauen hier? So. La 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 la. Na, da bin ich echt mal gespannt. Welche Let's Plays laufen noch? Spirulnuts habe ich wieder leicht gestartet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das durchziehen soll. Würde jemand von euch Spirulnuts schauen? Ansonsten ist das ein Let's Play, was ich machen kann, was ja auch schon 93 Folgen hat. Glaube ich. Oder wann sind die 94 finden sind's? Ich hatte letztens nachgeschaut, da waren es 94. Ist also ein relativ großes Let's Play. Ich kann gleich wieder hoch. Und auf jeden Fall, wenn ich mal, wenn da wieder Luft ist, irgendein Elder Scrolls wird immer laufen. So oder so. Da werden wir zur Not Skyrim Let's Play again Skyrim spielen. Nochmal also. Ich denke mal, das wird auch tatsächlich wieder unter... was ist wieder? Es wird tatsächlich unter Let's Play again laufen. Ich hatte das, die Frage hatte ich schon mal gestellt. Hat eigentlich jemals schon mal ein Let's Play again gemacht? Nö, ne? Machen einfach ein Let's Play und gut ist. Also könnt ihr auf jeden Fall Gift nehmen. Ich nehme... Da kannst du dich erschießen. Ups. Dass ich garantiert Skyrim noch ein zweites Mal drehen werde. Aber dann werde ich ein bisschen variieren. Also dann werde ich zwar dieselbe Questlinie verfolgen, aber unter einer bösen Stern, sag ich mal. Da werden wir wahrscheinlich böse. Ein extrem Killer. Ja, da werden wir Killer. Natürlich das Ganze mit sauberen Mods. Also schön. Passend. Damit wir dann auch wieder Spaß haben dabei. Reichen eigentlich 3 Spawner? Ich weiß das gar nicht. Ich würde fast schon 4 machen. Andererseits, ich glaube 3 reichen tatsächlich. Wir können ja mal gucken. Eden müsste eigentlich auch noch auf dieser Platte sein. La la la. Aha. So, zack, 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 zack. So, was auch endlos sein könnte, wäre Factorio. Nur glaube ich, dass das allzu... Wobei, wir haben jetzt Anfang März. Bis Ende März kriege ich noch die Folgen, glaube ich. Ich gucke mal eben nach. Geht recht schnell. Ja, bis Ende März habe ich die Folgen. Dann kommt der Shadow wieder zurück. Dann nehmen wir wieder massiv Folgen auf. Auf Vorrat. Also Factorio, glaube ich, wird nicht sterben. So schnell jedenfalls nicht. Es kann sein, dass da einige Folgen Ausfälle geben wird. Das werde ich in den News dann auf jeden Fall ankündigen. Aber an sich... Wir sind fertig. Aber an sich ist da eigentlich nichts. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Nein. Oder? Irgendwas stimmt hier doch nicht.
Ich glaube, so stimmt das. Nee, das war verkehrt. So. Ja. Muss mal eben kurz gucken, wie ich das mache. Das sieht auch besser aus. Jo. So, auf jeden Fall wird dieser Kanal schon lange oder lange kein oder lange noch lange Futter kriegen. Insbesondere durch die Haupt-Let's Plays. Ich denke mal, das nächste Let's Play, das kann ich jetzt schon mal ansprechen, was ja bald kommen wird, denn Alan Wake ist ja fertig. Das Add-on Nightmare will. Eine American's Nightmare werde ich noch nicht spielen. Sondern wahrscheinlich ein anderes Spiel. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich nehme XCOM wieder. Und mache das Add-on Enemy Within. Weil ich XCOM einfach nur liebe. XCOM ist so geil. Ach, scheiße, ich wollte ja nach oben. Verdammt. Also entweder das oder wir machen wieder Neverwinter Nights. Aber Neverwinter Nights dauert immer so ewig. XCOM dürfte wahrscheinlich relativ kurzfristig sein. Was könnte man noch nehmen? Remember Me würde ich auch gerne mal spielen. Das Spiel habe ich gekauft. Sachen wieder einlagern. Alter, was wir da alles rausgraben, ist der Wahnsinn. So. Gut. Die Sache ist jetzt die. Ich werde jetzt natürlich die noch die Wasserfälle machen, so dass man die setzen kann. Und dann ist das in Ordnung. Drei Spawner reichen doch vollkommen, oder? Da kriegen wir doch eine anständige Rate raus. So. Wir müssen auf jeden Fall auf Lava-Suche gehen, denn Lava zu finden wird ein bisschen schwierig. Ich weiß irgendwo, ich kann mich dunkel erinnern, dass ich nach Lava gesucht habe. Und mit Noclip dann da links gegangen bin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hier ist alles weg. Zack, zack. So, zack, 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 zack. Ich werde mir auf jeden Fall mal ein anderes Minecraft-Let's Play schauen. Nur um Tipps zu holen, praktisch, was man hier machen kann. So nach dem Motto, ich guck mal eben ab, ne? Voll die Plagiat hier Sache. Voll das Paparazzi. Brauche ich mir noch eine Kamera und dann fotografiere ich die Bilder ab. Acht. Zack. Ne, ich werde es natürlich selbst bauen. Und allerdings mit praktisch im Hinterkopf, wie ich das machen will. Und ich habe ja schon gesagt, wenn ich hier fertig bin, dann bauen wir auf jeden Fall eine Farm.
Ich weiß auch schon, wo ich die hinstellen werde. Wir bauen nämlich einen komplett neuen Bauernhof. Den bauen wir nämlich direkt da hinten hin. So, hier ist dann soweit alles durch. So, zack, 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 zack. So, in diese Richtung. Huch. Was war denn das? Hat ihr das auch gesehen? Hm. Könnt ihr eigentlich nicht auch mal ein Foto schießen? Tjung. 50 Tonnen Fotos mal wieder von der Unterwelt. So, zack, zack, zack. Zack und zack, zack, zack. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute mich schauen, während sie zu Bett gehen. So praktisch, weil ich eine angenehme Stimme habe. Das höre ich schon sehr oft. Und ich muss mich mal herzlich bei dir bedanken dafür. Das finde ich richtig, richtig klasse. Bedeutet mir sehr viel, persönlich. Der muss auch weg, ne? Jo. Der muss auch weg. Das bedeutet mir sehr viel, dass ich hier City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blopp. Ich hoffe, ich mache das richtig, sonst müssen wir nachher noch jasen. Wir müssen nachjustieren. So. Oh, Palandia. Jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, denke ich immer an Palandia. Die Welt, die nie funktionierte. Ich wollte mit Shadowlight was aufbauen. Wir haben auch ein bisschen was gebaut, aber es hat nie funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ich irgendwann mal einen Server habe mit Minecraft, wo alle bauen können, also ihr auch. Du auch, ja. Dann werde ich sie Palandia nennen. Aber ich glaube, Minecraft ist so ausgelutscht. Da zockt doch keiner mehr. Das zockt doch keiner mehr. Außer du und ich. Nicht mal der große Kronk spielt es mehr. Pauschal. Man weiß es nicht. So, das war der zweite Arm. Jetzt kommt der dritte. Das sieht mir irgendwie ein bisschen zu viel aus. Kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nö, ist 8. Das müsste passen. Nö, ist 8. Nö, ist 8. Nö, ist 8. So. Ich glaube, diese 500. Folge von Minecraft, die übrigens ein sehr geiles Jubiläum ist, muss ich mal sagen. 500 Folgen? Halber Tausender. Dafür, dass Minecraft jetzt tatsächlich weitergeht und das... Und das nachts? Nein, und das, das... Alle zwei Tage? Ist das schon nicht schlecht. So, drei... Ich denke mal, wenn irgendeines der Haupt-Let's Plays ausgeht und ich wieder viel Zeit habe, dann wird Minecraft auf jeden Fall wieder in den Schwung täglich zurückgehen. Im Moment kommt ja alle zwei Tage, damit ich nicht übermäßig viel Folgen habe, weil, sagen wir mal, je mehr ich aufnehme oder je mehr Folgen ich... Oder je, ne,
Wenn ich sie täglich freigibt, dann muss ich auch mehr produzieren. 7 Tage ist ja hier, ist ja klar, ne? 7 Tage, 7 Nächte. 7 Tage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blub. Wenn ich die 7 Tage laufen lasse, dann brauche ich auch mehr, brauche ich dann noch 7 Folgen. Und die muss man erstmal produzieren. Und das ist nicht ganz einfach. Ich sag mal, ich lasse mir sehr viel Zeit dabei. Ich strecke sehr gerne Sachen. Das habt ihr, glaube ich, bei Skyrim festgestellt. Und bei anderen Let's Plays auch. Ich brauche immer etwas länger als alle anderen. Vorteil für euch und für dich. Du hast viel mehr Zeit mit mir. Und ich finde, das macht mehr Spaß, wenn man sich Zeit lässt. Und ich glaube, das Thema werden wir in der nächsten Folge behandeln. Zeit. So, hiermit verabschiede ich mich aus der 500. Folge. Demnächst geht es wieder mit 15 Minuten Folgen weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.